Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Season 1, Episode 29, glaube ich, müsste es eigentlich sein. Und ja, wir haben... Hoppala, da hatte noch was gestört in der Aufnahme. Da war noch das Ladekabel dran am Controller. So, ja, wir haben in der letzten Folge haben wir ja hier unseren Anbau soweit schon mal ein bisschen getätigt. Und es wird Nacht, so wie das aussieht. Das heißt, wir werden jetzt erstmal gleich schlafen gehen. Natürlich wieder ein super Start für die Folge. Und ich werde dann, glaube ich, erstmal anfangen. Ich glaube, wir brauchen nämlich auch Steine. Soweit wie ich das noch in... Oh, jetzt habe ich total... Ich hatte schon wieder eine kleine Aufnahme. Ne, wir haben noch ein paar Steine. Stimmt, wir haben ja schon gesammelt ein paar Steine. Aber trotzdem können wir... gleich trotzdem noch ein paar Steine holen, weil wir ja noch ein bisschen was brauchen werden, denke ich mal. Und da wäre es gar nicht so verkehrt, wenn wir dann Steine parat haben. Die Fackel packe ich mal hier hin. So. Und es ist Nacht geworden, oder es wird Nacht, und wir werden das jetzt gleich ausnutzen. Jetzt werde ich mal eben... Mist, verdammt, ich muss mir erstmal wieder dran gewöhnen an die Steuerung. Wo war Krimskrams? Krimskrams war hier eine Feder. So, dann gehen wir mal schnell schlafen, damit die Nacht überwunden ist. Und dann geht es jetzt auch schon los. Entschuldigung. Und eventuell bin ich am überlegen, ob wir auch vielleicht eine Expedition machen. Aber da muss ich noch schauen. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob wir das in dieser Folge schon machen oder in der nächsten Folge. Auf jeden Fall werde ich den Ofen mal eben hier hinsetzen. Denn ich möchte mir nämlich ein bisschen was zu essen braten, weil dann habe ich das nämlich im Voraus schon mal. Kohle haben wir ja auch genug. Nehmen wir die hier. So, die Kohle kommt da rein. So. Und dann wird erstmal... Na. Das rohe Hühnchen wird gebraten. Lecker, das gibt Hähnchen. Ich weiß nicht, ob mich das stören würde, die Nachbarn hier unten drunter in der Höhle, weil die ganze Zeit immer so am Brüllen sind. Ob mich das nicht irgendwie stört. Und müssen wir mal gucken. So, das Brät, wir können anfangen... Ach, wir haben ja zwei Öfen, stimmt ja. Die Zimmer zu organisieren. Ich würde sagen, wir machen hier... Ja. Hier so den Bereich der Kisten, würde ich jetzt mal behaupten. Dass man hier vielleicht die Kisten macht. Hier so einen breiten Eingang. Also es kann ruhig breit sein. Weil da sollen ja nur die Kisten dann rein komplett. Und dann hier halt... Hier der Eingang dann vielleicht. Irgendwie so. Vielleicht auch mit einer Doppeltür. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Hier reicht ja auch, wenn eine Holztür einfach nur reinkommt. Und oder wir machen das einfach aus Holz, die Umrandung. Ich glaube, das sieht viel, viel besser aus. Haben wir denn noch genug Holz rumfliegen irgendwie? Mal schauen, was haben wir denn da oben? Was ist das denn da oben? Achso, ein Dispender und haftender Kolben von unserer Expedition in den Tempel. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das gewesen ist. Es ist schon ein bisschen länger her. So. Genau, machen wir das so. So. Sehr schön. Da braucht auch kein Fenster rein, da sind ja außen noch Fenster. Und oben drauf machen wir dann auch wieder Steine. Wenn ich da drauf komme. So, sehr schön. Hier oben kommt ja das Dach hin. Jawohl. Da kommt einer hin. Und da. So. Sehr schön. Und ich würde sagen, das ist dann, wie gesagt, der Bereich für die Kisten. Das kann so auch erstmal weg, damit das so ein bisschen... Okay, da ist die Höhle. Stimmt, da war was. Aber soll uns nicht dran hindern, einfach zuzubauen.
So ist das schon viel, viel besser. So. Na, ja, egal. Lassen wir den da. Es ist ja egal. Nur damit es nicht eine Ebene gibt hier. So. Hier ist dann unser Höhleneingang von letztens. Genau, sehr schön. Und würde ich sagen, fange ich schon mal an mit dem Dach. Das mache ich schon mal zu hier. Huch, das war falsch. So. So, und ich hatte dir die Kommentare letztens noch gelesen gehabt, dass ich aus Stein... Nee, wie war das nochmal gewesen? Ich glaube, der liebe Gaffi war es gewesen, hatte mir das gesagt gehabt. Dass man sich da Steine bauen kann. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es gewesen ist. Also, wie gesagt, ich lese die Kommentare auch. Also, nicht, dass ihr denkt, ja, ja, der erzählt immer, aber der liest ja gar nicht. Natürlich lese ich die Kommentare. Nur, manchmal komme ich da nicht zu, aber... Wie war das nochmal? Ich glaube, seitlich bauen wir schneller. Machen wir es einfach mal. Sehr schön. Wunderbar. Natürlich müssen wir hier dann noch Fackeln und sowas alles einbauen. Das wird alles noch. Wow, das war falsch. Ich glaube, dass das auch in der letzten Folge so gut gepasst hat mit dem Boden, mit dem Laminat. Das ist ja echt super gewesen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das hier alles... Ah, ich glaube mit den Steinen, das wird knapp. Ich glaube, da müssen wir, glaube ich, nochmal eine Expedition starten. Da müssen wir mal schauen. Mein Gott. Vielleicht gehe ich einfach da oben drauf. Vielleicht ist das am einfachsten, wenn ich da drauf komme. Na. So. Machen wir einfach so. Genau, sehr schön. Diese ewigen, diese Nachbarn, sind diese schrecklichen, diese schrecklichen Nachbarn, ist ja unglaublich. Wie nervig die schon sind unten drunter. Die machen immer Party. Das riecht mich jetzt schon auf. Da gehe ich mich erstmal bei der Hausverwaltung beschweren. Ach stimmt, ich habe ja keine. Ich baue ja ein Eigenheim. Jetzt Eigenheimzuschlag sichern. Bei Schwäbisch Hall. Ja. So. Na, obwohl das könnte doch noch hinkommen. Den Dach. Weil wir haben ja da noch zwei Steine, wo ich gerade die Treppe von gebaut habe. Ja, sehr schön. Wunderbar. So, dann machen wir das auch wieder weg. Das brauchen wir hier nicht mehr. So. Ich glaube, da hinten in der Nische, hier so, glaube ich, werde ich dann so diese Öfen machen und die Werkbank oder so. Oder vielleicht hier, ich muss mal gucken. Ich wollte ja auch das Schlafzimmer eigentlich abbauen. Weil, das war doch Holz, ne? Ja. Weil, ich das doch ein bisschen umdekorieren möchte oder anders bauen möchte, weil es mir ein bisschen zu klein ist. Vielleicht mache ich mir da auch ein Doppelbett rein. Ich weiß es noch nicht, müssen wir mal gucken. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, weil wir natürlich hier die Truhen haben. Da ist noch was drin. Da auch noch. Genau. Das Bett kann weg. Die Fackel kann ich auch mitnehmen. Die auch. Die auch. Da können wir nämlich schon mal Fackeln. Ja, spring du mal, du kleines Ferkelchen. Spring du, kleines Ferkelchen. Entschuldigung. Dann werde ich mir nämlich erstmal ein schönes Schnitzelchen braten. So. Oh, ich habe letztens sogar noch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe letztens sogar noch die ersten Folgen mir angeguckt vom Minecraft Let's Play jetzt hier von meinem Channel, so ein bisschen so reingeschnuppert. Und was wir da schon alles erlebt haben, ist ja der Wahnsinn. Ich bin ja am Anfang auch so oft gestorben und alles. Das ist ja wirklich unglaublich, was wir da alles erlebt haben. Das ist ja faszinierend. Vor allem, das fing ja Weihnachten an. Das ist ja auch schon ewig um 3 Tage her. Na, mittlerweile haben wir ja schon den Sommer wieder hinter uns. So, ich glaube, ich werde erstmal hier eine Fackel hinmachen und hier eine. Seid mir nicht böse, ich weiß nicht, immer noch nicht wegen den Glowstones. Ich muss da immer noch gucken. So, dann werden wir hier eine hinmachen und da eine hinmachen. Ja, müssen wir mal schauen. Wir müssen ja auch Sand noch sammeln. Sand kommt ja auch noch dazu.
So, über den Eingang natürlich. Die Ecke ist mir auch sehr dunkel. Machen wir mal hier eine hin. Hier eine hin. Hier eine hin. Ich hoffe, das reicht von der Helligkeit. Ansonsten müssen wir das ein bisschen umstrukturieren. Na, machen wir die nochmal weg. Machen wir die dahin und die dahin. Vielleicht mache ich hier auch eine komplette Fensterfront rein. Muss ich mal schauen. Weil da kann man nämlich schön den Ausblick hier gehen. Ah, das ist doch her. Mm. Also wir haben die echt, eine richtig gute Location haben wir hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Location ist echt super, die wir hier gesucht haben. Die finde ich echt klasse. So, ein bisschen mit Versatz machen wir hier einen Block oder zwei Blöcke so als Versatz. Ach, herrlich. Sehr schön. Finde ich gut. Finde ich supi. Müssen wir mal gucken, dass sie uns nicht die Bude dann einreißen dann, ne? Da müssen wir uns hier vielleicht so Sicherheitsvorkehrungen bauen. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal gucken. So. Was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt erstmal eine Truhe richtig voll machen. Mit Gerümpel und Holz und alles. Und das sortieren wir mal. Weil ich möchte nämlich jetzt erstmal zwei, drei Kisten mitnehmen wieder und schon mal ansetzen. Dass wir die schon mal drüben haben. So. So, den dahin, das kann bleiben. Das Bett packe ich auch erstmal da rein. Und dann nehme ich die Sachen jetzt erstmal mit. So. Die Redstone-Klamotten mitnehmen. Sehr schön. Den Redstone-Repeat haben wir auch gefunden. Nein, das ist Holz. Da nehmen wir eine Axt für. Zack, haben wir da noch was drin? Ja, die Sachen nehmen wir auch mit. Natürlich. Wir hatten letztens schon eine Kiste abgebaut, ne? Kann das sein? Ich kann mich daran entsinnen, dass wir eine Kiste noch abgebaut hatten. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, wo wir die hingepackt haben. Ob wir die schon... Hatten wir die schon irgendwo... Haben wir die schon irgendwo platziert? Nein, ne? Oder haben wir die irgendwo reingetan? Ich weiß das gar nicht mehr. Boah, wie gut das jetzt gerade passt mit dem Inventar. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja unglaublich. So. Jetzt erstmal abbauen. Zack, blöpp. Da können wir nämlich gleich die Wand hier einreißen. Und dann nehmen wir jetzt erstmal die Kisten, die Truhen. So, das kommt dahin. Und dann gucken wir doch mal. Also hier machen wir auf jeden Fall auch zwei Kisten. Genau, sehr schön. Hier muss ich noch überlegen, wie ich das mache mit den zwei, ob ich die zwei Kisten einfach dahin stapel und hier das Fenster einfach lasse. Ich muss mal schauen, ich weiß es noch nicht. So, auf jeden Fall können da jetzt erstmal... Was mache ich denn hier rein? Hier mache ich mal so diese... Die Redstone-Klamotten wieder rein. So. Beziehungsweise die Kiste packen wir jetzt erstmal voll mit Gerümpel, mit allem Pipapo, was wir haben, weil... Ich glaube, es ist Nacht geworden, ne? Verdammt. Und wir haben den Höhleneingang direkt hier. Und wenn wir Pech haben, wir müssen unbedingt schlafen. Ich muss unbedingt das Bett holen. Ich muss das Bett jetzt holen, weil sonst stehen wir gleich ganz schön doof da, weil in der Nacht dann jetzt hier arbeiten. Nein, ich glaube nicht. Das hatten wir ja in der einen Folge schon ein bisschen besprochen gehabt. Das kommt nicht gut. Das kommt überhaupt nicht gut. So. Mein Gott, geht das nicht irgendwie schneller? Den Ofen packe ich jetzt auch mal mit da rein. Die Tür... Oh, oh. Ach, da ist ein Ohr. Wow! Geh weg. Alter, geh weg. Geh weg. Genau das meine ich nämlich. Das meine ich nämlich damit. So, das packe ich auch mit da rein. Das auch. Da gehen wir nämlich jetzt ganz schnell schlafen. Ich hoffe, hier ist keiner drin. Ich hole mal ganz schnell das Bett. Wo ist das Bett? Das Bett, da ist das Bett, da ist das Bett, das Bett, das Bett, das Bett, das Bett, das Bett. Schnell, schnell. Boah, bitte schnell schlafen, schnell schlafen, schnell. So, nehmen wir wieder mit. So, und dann geht's jetzt weiter mit den nächsten Kisten. So, hier ist auch nicht so viel drin. Oder beziehungsweise ein paar Sachen. Ich weiß nicht, ob das reicht. An Platz, müssen wir mal schauen. So viel Erde, wie wir haben, so viel Erde brauchen wir dann eigentlich gar nicht, oder?
Aber mit Erde können wir doch, glaube ich... War das nicht, können wir mit Erde nicht Lehm machen oder sowas? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß, das dauert jetzt ewig und 3 Tage, aber das müssen wir machen. Weil sonst fliegt das alles hier... Obwohl, wir können das eigentlich einfacher machen. Wir schaffen Platz in unserem Inventar und dann reißen wir einfach die Kiste ab. Da brauche ich das nicht einzeln machen. Das wird nicht passen. Das könnten 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das könnte passen. Schauen wir mal. Ja, das passt. Sehr schön. So. Die Essenstruhe, glaube ich, mache ich... Aber wir müssen die sowieso noch sortieren. Also von so an... Ah, das geht gar nicht, verdammt. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich wusste es. Ich wusste es genau. Ah, Mist. Dann machen wir die Essenstruhe einfach hier hin. So. Na. Und packen hier erstmal alles rein. So. Und so. Weil Essen habe ich meistens immer rechts außen. Deswegen sortiere ich mir das jetzt erstmal hier hin. Habe ich natürlich meine Knusper-Steaks habe ich mir natürlich auch mit reingepackt. Ich Blödian, die ich eigentlich hier drin habe. So, sehr schön. Jetzt habe ich noch die Steine und alles. Ich packe das jetzt erstmal hier rein, alles. Können wir noch umsortieren. Ich weiß jetzt in der Folge vielleicht nicht so ganz interessant, aber... Ich hatte ja gesagt, das müssen wir ja leider machen. Leider Gottes Namen müssen wir das tun. Aber geht das jetzt mit dem Stick vielleicht doch schneller? Ich schau mal eben. Na, ja, ein bisschen geht schneller. Ich weiß nicht, ob er die Empfindlichkeit einstellen kann. Habe ich jetzt auch noch gar nicht geschaut oder so. So, müssen wir mal gucken. Wir werden trotzdem jetzt aber mal hier die Äxte und sowas auch mit reinpacken. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar. Bis auf die lasse ich hier. Die Schaufel kann auch mal eben mit da rein. Die Spitzhacke auch. Das Schwert auch. Und obwohl eine Spitzhacke lassen wir mal. Weil die ist ja auch schon kurz vom Abnippeln. Und das Schwert packe ich hier rein. So, die Schaufel brauchen wir auch gerade nicht. Das Bett brauchen wir auch gerade nicht. Obwohl das Bett können wir mal irgendwo hinbauen gerade mal. Weil dann haben wir nämlich kurzfristig immer so einen Schlafplatz, wenn wir einen brauchen. So, jetzt aber. Jetzt können wir Gummi geben. So, die Kiste können wir abreißen. Das ist... Normalerweise hätte man das vorher schon planen müssen, alles. Ich habe ja hier einfach mal gedacht, komm, ich baue mir mal so eine bescheidene Hütte und dann geht's schon los. Und aber von wegen. Ne? Von wegen. Oh, was... Oh, verdammt. Das hat nicht gereicht. Mist. Das hat nicht gereicht. Ich hoffe, das spawnt jetzt nicht weg. Ich hoffe, das spawnt jetzt alles nicht weg. Weil sonst stehen wir nämlich ganz schön doof da. Verdammt, können wir nicht alles nehmen? Nehmen, verschieben. Verschieben? Verschieben, 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 verschieben. Verschieben, 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 schieben, schieben, schieben. Ja, geht da rein, geht da alle rein. Dann machen wir das erstmal so. So. Und dann ganz schnell. Ich hoffe, die Sachen liegen noch. Ja, Mann. Sehr schön. Nein, was machst du denn da? Verdammt. So. Wie gesagt, sortieren können wir gleich. Ich würde jetzt erstmal einfach nur, dass das alles erstmal so da drin ist. Dass wir, wie gesagt, jede Menge Platz haben, um die Kisten dann ein bisschen sortierter zu handhaben. So. Okay, alles klar. Das haben wir. Mein Gott, wir sind auch echt gut ausgerüstet. Wir haben auch schon so viele Sachen und hast du nicht gesehen. So, nimm alles mit. Bevor ich jetzt die andere Truhe mitnehme, packe ich die eine erstmal hier hin. So, ein Kürbiskopf können wir auch bauen, wenn wir wollen. So, dahin und dahin. Und jetzt sieht das doch schon wesentlich geordneter aus und wesentlich angenehmer. So. Ich glaube, da war ja doch eine Kiste ist noch.
Ich glaube, das ist auch die Krimskramskiste, oder? Oder irre ich mich da? Ja, nehmen wir die als Krimskramskiste. Und die packen wir dann irgendwo in so einer Ecke, weil dann weiß ich immer, dass das die ist. Ich glaube, die packe ich hier hin. Genau. Packe ich nämlich hier alles rein, was Krimskrams ist. Ja gut, Tür und so brauchen wir ja nicht da. So, das machen wir dahin, genau. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal anfangen, ein bisschen zu sortieren. Ich würde sagen, wir machen... Hier haben wir ja auch nichts drin, ne? Hier war die Essenskiste. Also das soll Essen werden. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie bauen wir denn nochmal Schilder? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie wir Schilder bauen. Weil ich würde mir doch gerne doch Schilder bauen, obwohl ich letztens gesagt habe, nee, Schild bauen, Obwohl... Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Es war zwar jetzt nicht so interessant, wir müssen noch so viel machen. Wir müssen die Wand noch einreißen. Eventuell mache ich hier noch einen Durchbruch, dass es doch größer wird, der Raum hier. Aber wisst ihr was? Das machen wir alles in einer weiteren Folge Minecraft. Und dann seid ihr wieder mit dabei. Es geht weiter auf jeden Fall. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.